Der hat fast Luftsprünge gemacht, als er gehört hat, dass du dein Testament nach seinen Gunsten ausstellst. Du verstehst nicht, warum? Sein Leben ist davon abhängig, dass ich ihm seine Therapie bezahle. Und was ist, wenn es ihm nur um dein Geld geht? Deine Eifersucht ist unbegründet. Ach, wieso sollte ich auf den Freund meiner Schwester eifersüchtig sein? Weil ich dich neulich gehört habe. Dass ich mich in dich... Ich habe noch nie so für jemanden empfunden wie für dich. Mir geht's auch so. Ich wäre so gerne glücklich mit dir. Aber... Und wegen Sebastian, es ist wirklich keine Eifersucht. Ich mache mir nur Sorgen, dass er dich ausnutzt. Wir werden immer Bruder und Schwester sein. Und was, wenn nicht? Was, wenn eines Tages alles anders ist? Und wir unseren Gefühlen einfach freien Lauf lassen können. Du wirst immer meine Schwester sein, Sophie. Wie soll das gehen, Sophie? Wie sollten wir zwei jemals miteinander glücklich werden? Entschuldige. So war das nicht gemeint. Natürlich sind wir Geschwister und das werden wir auch bleiben. Aber was, wenn Sebastian gesund wird? Was dann? Und du dich verlieben könntest in eine andere Frau, dann wäre das Beste für uns, denke ich. Und dann wäre endlich Schluss mit diesen verwirrenden Gefühlen. Ja, du hast recht. Konnte ich nur so verrückt sein, mich meine Schwester verlieben. Ist es eigentlich noch postpubertäre Opposition gegen das Elternhaus? Dass du hier einfach renitent die Zimmer putzt und dein Erbe nicht anrührst. Als Tochter des Hauses. Okay, ich ziehe die Frage zurück und meinen Hut vor dir, Schwesterchen. Tja, wenn der Küchenchef mich vom Kartoffelschälen suspendiert, dann... Was gibt's denn? Ich habe ein Attentat auf dich vor. Hast du vielleicht Lust, morgen mit mir das Tennisturnier zu spielen? Wieso? Geht's Vater nicht gut? Okay, ehrlich gesagt, seit ich mich geoutet habe als dein größter Fan, suche ich händeringend nach einer Möglichkeit, mehr Zeit mit dir zu verbringen. Und da spannst du Vater einfach so, die Tennispartnerin, aus? Ich weiß, es war nicht die feine Art, aber ich war ziemlich geschickt. Du Schlawiner. Du hast dazugelernt. Nicht mehr mit dem Kopf durch die Wand. Dein guter Einfluss. Das heißt, ich soll dir also nicht mehr aus dem Weg gehen? Wir verstehen uns so gut. Wir sollten die gemeinsame Zeit genießen und uns nicht krampfhaft dagegen wehren. Ja, das klingt plausibel. Ich habe meine Gefühle für dich im Griff. Du bist nichts weiter als meine Schwester für mich. Versprochen. Keine zitternden Hände mehr, wenn ich dich sehe. Keine weichen Knie. Wenn du Bedenken hast oder keine Lust mehr zu spielen. Nein, klar. Ich meine, gern. Ja? Ja. Dann kann das Team Stahl nichts mehr stoppen. Ja, aber dann muss das Team Stahl auch noch eine Trainingseinheit anlegen. Oh. Hast du gesehen? Und durchschwingen. Hey! Ja.
Aber was mache ich anders? Du rufst doch nicht richtig aus. Wir machen das jetzt zusammen in Zeitlupe. Okay. Von der Seite. Okay. Langsam ausholen. Durch den Ball nach oben durchschwingen. Genau. Nochmal. Ausholen. Und nach oben durchschwingen. Perfekt. Okay, dann probiere ich das mal allein. Aber erstmal nur die Bewegung, ohne Ball. Okay. Ja, nochmal. Sehr graziös. Wunderschön. So, jetzt mit Ball. Vorsicht. Das kannst du besser. Du warst mal Linkshänderin. Probier's doch mit links. Da hast du bestimmt mehr Kraft. Seit dem Armbruch habe ich mich umgewöhnt. Rechtshänderin und Linkshänderin. Das ist ein ganz seltenes Exemplar. Du meinst besonders. So, und jetzt zeige ich dir, wie viel Kraft ich tatsächlich mit rechts habe. Okay, dann will ich einen Aufschlag sehen. Okay. Ah! Ja, wunderbar, geht doch. Ich mach den Korb noch mal voll, okay? Was, den ganzen Korb noch mal? Wir wollen noch gewinnen. Und ich freue mich über Hilfe. Okay, ich eile. Halbfinale. Ja. Genial. Aber die richtig harten Gegner, die kommen erst. Einen Fruchtcocktail, bitte. Für mich auch. Gerne. Wir kommen ins Finale, ich schwör's. Ja, wenn du weiter so aufschlägst, auf jeden Fall. Sag mal, wie viele Hasse waren das eigentlich? Ich hab nicht mehr gezählt. Deine Freundin ist aber auch viel besser geworden. Ja, weil du mich gestern so gequält hast. Du bist der perfekte Partner. Gebe ich gern zurück. Ja. Na dann, aufs Finale. Aufs Finale. Tschüss. Für den zweiten Preis habe ich auch noch etwas. Ein Gutschein für eine Übernachtung in einer unserer Romantikhütten. Auch alles inklusive. Na gut. Naja, ich weiß, für ein Geschwisterpaar nicht gerade ideal, aber macht's Beste draus. Wir werden uns die Zeit schon vertreiben. Entschuldige, ich wusste nicht, dass du gerade aus der... Nein, komm ruhig rein. Ja, ich bin eigentlich auch nur hier, weil... Ja? Hast du nicht was vergessen? Ja, es ist nur für den zweiten Platz, aber... Ich fand's schön. Ja, fand ich auch. Okay, wo willst du das denn haben? Wieso? Der gehört doch genauso gut dir. Trotzdem, was machen wir jetzt damit? Eine Hälfte zu dir, eine zu mir. Das ist schwierig. Dann eine Woche bei dir, eine bei mir.
Entschuldige. Mir tut's leid. Das darf nicht mehr vorkommen. Ich weiß. Hey. Du siehst müde aus. Ja, ich habe schon besser geschlafen. Geht mir genauso. Was unseren Turnierpreis angeht. Ach, die Nacht in der Romantikhütte. Ihr könnt sie haben, dein Freund und du. Viel Spaß. Warte. Mehr hast du mir nicht zu sagen? Darum geht's doch gar nicht. Sophie, wir müssen uns aus dem Weg gehen. Hör auf, dir Vorwürfe zu machen. Ich kann nicht einfach so tun, als wäre nichts gewesen. Es war doch nur ein Kuss. Es war... Es ist viel mehr als das. Das weißt du genauso gut wie ich. Wir müssen darüber reden. Vater hat mich doch genauso überrascht wie dich. Was soll ich denn jetzt machen, wenn du ständig in meiner Nähe bist? Mich freuen oder ärgern? Freuen? Okay, ich kann Vater fragen, ob er mich woanders einsetzt. Ach, die Ausbildung wird dich sowieso durchs Restaurant führen. Das ist Quatsch. Ja, aber wenn ich vorerst in andere Bereiche reinschnupper, dann... Was soll das denn bringen? Zwischen uns beiden wird sich nie etwas ändern. Niemals. Du hast Sebastian und... Ich komme schon klar. Irgendwie. Okay. Je eher wir zwei versuchen, wie normale Geschwister miteinander umzugehen, desto besser. Ich muss wieder in die Küche. Das Mittagsgeschäft wartet. Und halt dich an Frau Konradi. Die passt dich an. Ist gut. Ich gebe dir nachher noch mal zwei gute Internetseiten zum Thema Service und Servieren. Natürlich nur, wenn du möchtest. Klar, gerne. Guten Abend, der Herr. Sie haben reserviert? Ah, die Begrüßung sitzt schon mal. Was sagst du? Bruch verläuft mittig. Ein Doppelstern. Perfekt. Besteck 1 Zentimeter zur Tischkante, das Richtglas überhalb des Messers. Also dafür, dass du es zum ersten Mal gemacht hast. Respekt. Ich habe ja deine Seiten im Internet studiert. Okay, dann schauen wir mal, was du noch so weißt. Was ist das hier? Eine Hummerzange. Sehr gut. Was haben wir hier? Das hat was von einer Wimpernzange und einer Kuchengabel mit 2 Zacken. Das ist ein Schneckenbesteck. Hiermit hältst du das Gehäuse fest, mit der Gabel ziehst du das Fleisch raus. Es stand aber nicht auf deiner Tageskarte. Dafür aber das hier. Dankeschön. Wow, das müsste Secreto Iberico mit roter Zwiebelmarmelade auf Tupinambur-Püree an Kartoffelgitter sein. Hast du Tupinambur schon mal gegessen? Nein, noch nie. Koste mal. Tupinambur kommt ursprünglich aus Mittel- und Nordamerika. Gehört zur gleichen Gattung wie die Sonnenblume. Geschmacklich süßlich, aber auch ein bisschen wässrig. Schmeckt ausgezeichnet. Welchen Wein würdest du unseren Gästen dazu empfehlen? Einen roten. Gut geraten. In Zukunft wäre es aber besser, wenn du das sicher weißt. Dafür habe ich doch meinen Coach. Ja. Das hier ist ein Pomodès aus Spanien. Zeichnet sich durch ein sehr kräftiges Fruchtspiel aus. Dominiert von Kirsche und dunklen Beeren. Leicht pfeffrige Würze. Ich liebe dich.
Sophie! Niklas! Was treibt ihr denn da? Ja, das ist schön. Sophie? Sophie? Oh mein Gott! Es tut mir so leid. Schon gut. Wo finde ich denn Schaufel und Feger? Ich schicke jemanden zum Putzen raus. Nein, nicht nötig. Ich mach das selber. Strafe muss sein. Ich helfe dir schnell. Nicht nötig. Ja, ich brauche noch mal zweimal das Parfait, bitte. Warum bist du so abweisend zu mir? Entschuldigung, ich bin gleich fertig. Hab ich dir irgendwas getan? Nein, ich bin einfach... Ich war einfach aufgeregt, weil dieser blöde Soßenspiegel und diese ganzen Beeren und das alles im Teller, mir ist alles runtergefallen. Du warst vorhin schon so komisch. Ja, es ist mein erster Arbeitstag im Restaurant, da darf ich doch wohl nervös sein. Aha. Okay, muss das sein, dass du mit Patricia Dietrich rumknutschst? Dann warst du es, die Vater davon erzählt hat? Nein, warum sollte ich das machen? Er hat mich darauf angesprochen. Dann wird's noch jemand anders gesehen haben. Wie auch immer. Was empfindest du plötzlich für sie? Bist du eifersüchtig auf Patricia? Was soll ich denn sagen? Du bist jede Nacht bei deinem Freund. Das ist etwas anderes. Aber ich darf niemanden haben, mit dem ich meine Tage und meine Nächte verbringe. Sieh, du kennst doch die Vorgeschichte mit Friedrich und Leonard. Patricia ist nicht so schlimm, wie alle behaupten. Schon allein, weil sie dir das Leben gerettet hat. Ja, aber sie ist nicht die Richtige für dich. Wir können uns nicht ein Leben lang gegenseitig im Weg stehen.